Und bei uns im Studio darf ich Ihnen Herrn Dr. Thomas von Rintelen vorstellen. Er ist ein Experte für Biodiversität und Evolution. Herr von Rintelen, die Forschung, die wir jetzt gerade im Beitrag gesehen haben an DNA, die ist ja eigentlich erst möglich gemacht worden, weil man vor 60 Jahren die Doppelhelixstruktur der DNA entdeckt hat. Watson und Crick war das. Ist man denn eigentlich mit dieser Entdeckung jetzt dem Geheimnis des Lebens näher gekommen? Na, näher gekommen natürlich schon. Also diese Entdeckung hat ja die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir all die schönen Dinge machen können, die wir heute machen können. Dass wir Methoden entwickelt haben, wie zum Beispiel die PCR, die Ende der 90er Jahre auch den normalen Biologen in zum Beispiel Universitäten, Museum die Möglichkeit eröffnet hat, DNA-Forschung an dem zu machen, was sie sonst auch so untersucht haben. Also für uns im Naturkundemuseum zum Beispiel Stammbäume zu erstellen von Tieren, Pflanzen und damit zu verstehen, wie bestimmte Evolutionsschritte eigentlich funktionieren auf genetischer Ebene, neue Einsichten zu gewinnen. Aber das wahre Geheimnis des Lebens, das, was dahinter steckt, so einfach konnte man es dann doch nicht knacken, oder? Man ist ja immer noch ein Stückchen vom wahren Geheimnis des Lebens entfernt. Wir können zwar inzwischen ganze Genome sequenzieren, wir können menschliche Genome für 1000 Euro oder Dollar sequenzieren, aber da haben wir eine ganze Menge Daten. Aber das sagt uns noch nicht unbedingt sehr viel. Man muss dann sehr aufwendig analysieren und weiß einfach wirklich noch zu wenig, was bestimmte genetische Information eigentlich bedeutet für unser Aussehen, für unsere Lebensgeschichte. Da ist noch sehr viel Arbeit vonnöten. Jetzt erforschen Sie ja die Entwicklung von Arten mit Hilfe von Schnecken überwiegend. Wie wichtig ist denn da eigentlich die DNA-Analyse? Die DNA-Analyse ist auch wie in fast allen Bereichen der Evolutionsforschung eine Standardmethode, die man einfach braucht, um auf bestimmten Ebenen Aussagen treffen zu können. Wir fangen grundsätzlich damit an, dass wir erstmal wissen wollen, wie sind denn Arten miteinander verwandt, wie sehen die nächsten Verwandten aus, wo kommen sie vor? Und darauf ausbauen können wir dann uns die Merkmale anschauen, die uns natürlich eigentlich wirklich interessieren. Wir sehen ja nicht die DNA primär, sondern wir sehen ja, wie ein Tier, eine Pflanze aussieht. Sie hat bestimmte Eigenschaften, lebt in einer bestimmten Umwelt. Und eigentlich wollen wir verstehen, wie ist es gekommen, dass diese Tiere, diese Pflanzen dort leben, so angepasst sind, dass sich Arten aufgespalten haben. Und wir dann eben eine Art haben, die zum Beispiel bei diesen Schnecken zu bleiben, auf Holz lebt, eine vielleicht nur auf Felsen. Und dafür brauchen wir dann die DNA letztendlich. Um dann am Ende auch unterscheiden zu können, ist es wirklich eine neue Art, die Sie da gefunden haben? Ja, das macht man natürlich auch mit DNA. Das ist in der Biodiversitätsforschung auch ein Standard-Tool heutzutage. Es gibt ja sogenannte DNA-Barcoding, was ja helfen soll, schneller Arten zu identifizieren, sodass man nicht mehr den Spezialisten, den sogenannten Borstenzähler braucht, der dann gerade bei Insekten mit der riesigen Artenvielfalt wirklich der Einzige ist, der Arten erkennen kann. Man kann es im Prinzip auch über die DNA-Sequenz machen. Jetzt hat man es ja geschafft, von bestimmten Tieren, die schon längst ausgestorben sind, wie zum Beispiel dem Mammut, auch Teile der DNA zu retten, zu finden. Glauben Sie, damit haben wir eine Chance, diese Tiere wieder zum Leben zu erwecken? Ich würde es nicht ausschließen. Es wird ja auch versucht, nicht nur das Mammut, sondern verschiedene andere Tierarten wieder auferstehen zu lassen, De-Extinction zu betreiben, wenn man so will. Aber es ist natürlich nicht ganz einfach. Beim Mammut sind die Voraussetzungen natürlich besonders gut. Die Tiere sind ja praktisch in Tiefkühltruhe reingefallen. Und wir haben sehr gute DNA vorliegen. Aber trotzdem sind die technischen Hürden natürlich, um die DNA, die man dann vielleicht vorliegen hat und die vielleicht auch wirklich noch mehr oder weniger intakt ist, als Mammut auferstehen zu lassen, muss ich ja über den Elefanten gehen. Ich muss eine Elefantenzelle verwenden. Ich muss hoffen, dass es kompatibel ist. Es ist ein enormer technischer Aufwand, der mit hohen Risiken behaftet ist. Für wie sinnvoll halten Sie das denn, gerade wenn man bedenkt, dass jeden Tag ja Dutzende von Arten aussterben? Ich finde es natürlich einerseits interessant, ist spannend, aber andererseits denke ich mir, dass die Priorität wirklich da liegen sollte, Lebensräume zu schützen, die Arten, die wir jetzt auf der Erde haben, zu erhalten. Zumal es ja nur um wirklich wenige ikonische Arten geht, die man eigentlich wieder erwecken möchte. Aber die Mehrzahl der Arten sind kleine Arten, Insekten, sonstiges. Es fällt keinem auf, dass sie weg sind erstmal. Aber wir wissen ja nicht, ob sie vielleicht benötigt werden, um Ökosysteme aufrechtzuerhalten. Besser erhalten. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Herr von Rintelen. Ich danke Ihnen.